Und willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Wir waren hier dabei, von diesem Schiff zu fliehen, weil die Leute schon wieder nicht klarkommen auf ihr Leben. Ich wiederhole, Feuer einstellen. Weil die Quarianer uns einfach mal richtig geben. Weil wir sind wie noch auf dem Schiff, weißt du? Ich hasse es. Wir sind gleich da. Das ist total schlimm, ey. Alle bekriegen sich gegenseitig und wir kriegen jedes Mal auf die Fresse, weißt du, wir sind hier so die Helfer, die Helden, die Macher und keine Ahnung. Und jedes Mal müssen wir uns zwischen welche Stellen entscheiden. Die baut einer Scheiße und dann müssen wir es wieder ausbaden und ich könnte so kotzen, ey. Aber gut. Schönes Schiff. Wäre eine gute Verstärkung für uns gewesen, für unsere Flotte gegen die Reaper. Aber nö. Warum auch? Wir haben auf das Schiff gefeuert, während Sie an Bord waren? Sie hätten Ihre Flotte in aller Sicherheit abziehen sollen und stattdessen... Ich weiß, Admiral Garrel macht schon seit Jahren Ärger entlang der Turianischen Grenze. Aber ich verstehe Ihre Verzweiflung. Wir haben die Erde erst vor ein paar Wochen verloren. Noch haben wir die Erde nicht verloren. Wir brauchen Hilfe, Shepard. Wir brauchen eine Flotte. Und die Quarianer haben die größte, die es da draußen gibt. Noch. Ich weiß, Admiral. Also so weitermachen nicht mehr. Ihr unilateraler Angriff hat uns alle gefährdet. Ich sollte Sie des Verrats anklagen. Ja, Mann. Ich handelte als Admiral der schweren Flotte. Und was ist mit Shepard? Und Admiral Zen? Sie sind unverletzt entkommen. Shepard, die Missionsparameter haben sich geändert. Sie gehören zum Militär. Sie verstehen das. Hm. Ich stimme dem irgendwie überhaupt nicht zu. Ich verstehe nur, dass Sie Ihre Chance auf sicheren Rückzug vertan haben. Das Schlachtschiff war ein perfektes Ziel. Das ist die Art von kurzsichtigem, blutrünstigem Verhalten, die ich befürchtet hatte. Sie würden nicht zögern, für die Rückeroberung der Erde eigene Leute zu opfern. Zum Glück brauche ich Ihre Schiffe, Admiral. Ich muss jetzt zurück zur schweren Flotte. Ran, wir reden später. Wieso habe ich die Invasionspläne dieses Idioten unterstützt? Wissen Sie, die Geth haben uns schwere Verluste zugefügt, bevor sie das Reaper-Signal deaktiviert haben. Die haben eine planetare Verteidigungskanone? Artan, Admiral Corus hat sein eigenes Schiff geopfert, um sie zu zerstören. Er ist auf der Heimatwelt abgestürzt. Die Normandy kann bei den Rettungsmaßnahmen helfen. Danke, Commander. Ich denke, das Schlimmste ist vorbei. Die Geth verfügen nicht länger über die Programm-Upgrades, die sie unter der Kontrolle der Reaper hatten. Shepard, Commander. Wir wollen unsere Unterstützung anbieten. Was zum Teufel ist das denn? Halt, halt! Beruhigen Sie sich. Sein Name ist Legion. Er hat mir geholfen, die Kollektoren zu vernichten. Die Reaper haben Legion als Signalverstärker benutzt, um vom Schiff aus Befehle zu senden. Wir haben ihn befreit. Ein faszinierender Prototyp. Mit etwas Arbeit könnte ich damit einen Schwachpunkt des Geth-Konsenses finden. Nein. Legion hat mir beim Kampf gegen die Kollektoren geholfen. So wie Ihre Pistole soll ich mir um deren Gefühle auch sorgen. Ich glaube nicht, dass Sie diesen Gedankengang fortsetzen möchten. Legion ist mein Freund und noch wichtiger, unsere beste Informationsquelle über die Geth. Der wissenschaftliche Nutzen ist vom Tisch. So sieht's aus. Was wissen Sie über die Geth? Wie werden Sie ohne die Kontrolle der Reaper reagieren? Sie haben die Langstreckenkontrolle unterbrochen. Aber die alten Maschinen haben für kürzere Distanzen eine Basis auf Runoch errichtet. Die Geth haben immer noch die Reaper-Upgrades? Korrekt.
Sie sind im Moment nicht organisiert. Aber sobald das Kurzstreckensignal sendet, ändert sich das. Kehler, ich muss die Flotte warnen. Zen, Sie koordinieren sich mit Garrel. Bewegung! Wir müssen die Reaper-Basis ausschalten. Wo ist sie? Unbekannt. Suchen. Verstanden. Wir kennen die Position eines Servers, von dem aus Jägerstaffeln der Geth kontrolliert werden. Die Staffeln visieren die Lebensschiffe der Schöpfer. Wenn wir sie ausschalten, minimiert das die Verluste. Wir wollen dabei helfen. Danke. Wir haben ja beim Tibel ein paar neue Sachen. Ah ja, die optimierten E-Zero-Kondensatoren. Tja, wollen wir denn nochmal... Keine Ahnung. Notsignal untersuchen. Edi, ich brauch das deutlicher. Ich versuch's. Hier, die Konesh! Barrieren sind weg! Unser Kommunikations... Ran, die Konesh wird von Geth-Jägern angegriffen. Verdammt! Abfangjäger, unterstützen Sie die Konesh! Danke, Commander. Ohne die Signalverstärkung hätten wir das Schiff verloren. Tja, so schnell kann man mal eben helfen. Sehr gut. Ja, ich muss aber ehrlich sagen, die Quarianer sind mir bis jetzt so vom Volk her am unsympathischsten. Ich weiß, dass wir Verbündete brauchen, aber es ist unbefriedigend, nur gegen Geth zu kämpfen, wenn doch die Reaper schon die halbe Galaxie erobert haben. Ja, Mäuschen. Commander, wir haben Berichte über Probleme bei einem quarianischen Treibstoffdepot auf Sion. Ich habe die Galaxiekarte bereits aktualisiert. Alles klar. Ich habe die Kampfdaten der quarianischen Flotte den unseren hinzugefügt. Also ihre technischen Aufzeichnungen sind erstaunlich. Wenn es um strategische Analysen geht, schlagen sie vielleicht sogar die Salarianer. Commander? Ma, ich dachte, sie hat uns mal irgendwas Cooles zu erzählen, ja, aber nein. Das Heilmittel. Melon Heplorn. Commander Shepard, ich habe gerade erfahren, dass Sie die Genophage geheilt haben und dass einige der Frauen aus meinen Experimenten daran beteiligt waren. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, was für ein großartiges Gefühl das ist. Keine Stunde ist bisher vergangen, in der ich nicht über die Ereignisse auf Puchanka nachgedacht und mich gefragt habe, ob mein Handeln richtig war. Diese Nachricht nun rückt all den Schmerz, den meine Experimente verursacht haben, in ein neues Licht. Ich hoffe, die Frauen eines Tages wieder treffen und sie um Verzeihung bitten zu können. Deutsch wäre Sprache. Nachdem sie Dr. Solos überzeugt hatten, mich zu verschonen, habe ich seinen Rat befolgt und eine Klinik auf Omega eröffnet. Ich dachte, das würde helfen, alles wieder gut zu machen, was ich angerichtet habe. Aber ich musste wieder weg, als der Warlock-Clan von meinem Aufenthaltsort erfuhr und einen Preis auf meinen Kopf aussetzte, weil es mir nicht gelungen war, ein Heilmittel zu liefern. Vielleicht lassen Sie mich jetzt in Ruhe. Damit haben Sie mir dann wohl zum zweiten Mal das Leben gerettet, Commander. In aufrichtiger Dankbarkeit. Melon Heplorn. Macht 5 Euro. Shepard, ich habe an etwas gearbeitet, das ich Ihnen gerne zeigen würde. Könnten wir uns in Ihrem Quartier treffen, wenn Sie mal kurz Zeit haben? Machen wir das? Ja, komm. Wir gehen mal auf das... das war das Crew-Deck, ne? Genau, gegenüber von der Krankenstation. So, auf der Seite hier. Gucken, was das schon wieder will. Joker, wirklich. Ich muss arbeiten. Ach kommen Sie, ist doch nur eine einfache Frage. Dann sehen Sie im Extranet nach. Man darf nicht alles glauben, was da drin steht. Ist das verlässlicher, wenn man eine freundliche Asari fragt? Ich sag Ihnen aber nicht, ob meine Haartentakel sich bewegen. Auch gut. Verweigern Sie mir die Antwort, nach der ich seit Jahren suche. Sie wissen schon, dass unser Leben in diesem Krieg jederzeit zu Ende sein kann? Joker, wirklich. Ich muss arbeiten. Ach kommen Sie. Ihnen ist klar, dass es Sie damit nervt, bis Sie es ihm sagen. Es sind halbflexible Knorpelauswüchse in der Schädeldecke. Und von herumwedeln kann nicht die Rede sein. Ja, danke, Liara. Ich muss Vega erzählen, dass ich recht hatte. Naja, zumindest schließt er Freundschaften. Typ, ey. So, Liara, du wolltest was. Hallo, Shepard. Was gibt's Neues? Was ist seit unserem letzten Treffen alles passiert? Nachdem wir uns auf Ilium sahen? Nun, außer dass ich der Broker wurde. Ich suchte nach einer Handhabe gegen die Reaper, aber nur die Proteaner hatten umfassende Informationen. Ich wusste, dass der Unbekannte dasselbe Ziel hatte, als unsere Agenten aufeinander trafen. Wie auf dem Mars? Ich dachte, ich hätte meine Spuren verwischt, aber er beobachtete alles. Wir reden später, Liara. Natürlich.
glaube, die wollte sich mit uns auf ausgezeichnet, Commander. Sehr gut. Auf unserem Quartier treffen, nicht auf ihrem. Stimmt, und das ist auch irgendwie viel romantischer. Also schauen wir da mal rein. Genau, Liaba einladen. Das machen wir. Lihara, Sie wollten etwas in meiner Kabine besprechen? Ja, ich bin gleich da. Ich mag die Musik. Nur herein. Danke, setzen wir uns. Ich habe über unser Wissen über die Reaper nachgedacht und wie leicht es wieder verloren gehen könnte. Darum plane ich, Dinge für die Zukunft aufzubewahren. Was ist das? Eine Art Akte der Galaxie, Informationen über Reaper, Portale, verschiedene Kulturen und Baupläne des Tigels. Zu einem Eintrag hätte ich gern Ihre Meinung. Welchem? Ihrem. Ich würde mich geehrt fühlen. Wie soll sich die Geschichte an Sie erinnern? 50.000 Jahre rumsitzen ist für einen Computer eine lange Zeit. Bitte, ich war Archäologin und ich weiß, was ich tue. Ich lege das alles in Zeitkapseln und bringe Kopien auf verschiedene Planeten. Dazu installiere ich eine VI, die jedes Übersetzungs- und Linguistikprogramm beherrscht, das ich finden konnte. Also ein Informationsführer wie Vigil of Elos? Ja, ich arbeite schon einige Zeit daran. Es ist ein Privileg, zukünftige Finder dieser Informationen anzuleiten. Wissen Sie schon, was Dr. Tissoni in Ihren Eintrag schreiben soll, Commander? Sie kennen mich so gut, Sie können das allein, Lihara. Sind Sie sicher? Ja, ich überlasse es ganz Ihnen. Also, Commander Shepard wurde auf der Erde geboren und hat härter als alle anderen für seine Heimatwelt gekämpft. Shepard konnte mit jeder Waffe umgehen, der tödlichste Soldat, den die Allianz je hatte. Er war ein Soldat und Anführer, der stets Frieden anstrebte. Es war ein Privileg, ihn zu kennen. Vorsicht, sonst klingt es wie ein Tagebuch. Ich kann nichts dagegen tun. Wir sind befreundet. Aber nur befreundet. Sie waren auch für mich da, Lihara. Nein, ich hätte mich Ihnen auf Ilium gerne angeschlossen. Ist schon in Ordnung. Naja, ich habe gerade Ihren Namen in die Sterne geschrieben. Tja. So ist das wohl. So, hier haben wir noch das Terminal und so. Wir schauen uns nochmal auf der... Okay, gucken, was jetzt wieder kommt. Commander? Commander? Kommt wohl nichts mehr weiter. Das ist doof. Okay, aber auf jeden Fall sind wir hier durch. Den Admiral retten und die Geth-Server abschalten. Och Gott, ey, wir haben auch so viel zu tun. Unfassbar. Aber hier gibt es auch nichts weiter, ne? Aber jetzt können wir hier nochmal reinfliegen. Hier ist sowieso jetzt alles im Arsch. Naja, ist immer noch das gleiche. Hier ist das Geth-Trümmerfeld. Okay, wir fliegen mal nach Ranoch und dann gucken wir mal, was sich anbietet für uns. Tja, das ist natürlich jetzt die Frage. Retten wir erst den Admiral oder die Geth-Server abschalten? Ich würde sagen, wir retten den Admiral und schalten dann die Server ab. Andersrum weiß ich nicht. Das ist immer eine schwierige Entscheidung. Können wir Legion jetzt nicht mitnehmen? Das ist ja doof. Und wir nehmen mal James mit. Den hatten wir auch lange nicht dabei. Also ich glaube eigentlich noch gar nicht. So. Außer am Anfang halt noch. So, Geth Impulsgewehr haben wir auf jeden Fall ein bisschen abgegradet. Da haben wir wieder was Neues.
So, guck mal hier, er trägt eine Schrotflinte. Guck, ob wir da was Besseres haben. Fangen wir mal bei 1 an. Nein. Nein, weniger Schaden. Ich glaube, wir bleiben bei der. Er behält auf jeden Fall das Geth-Impulsgewehr. Alles klar. Da ist nichts weiter. Für ihn können wir auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Zack. Und wir sind ja, glaube ich, dann auch durch hier. Noch ein bisschen und dann haben wir es eigentlich schon so mehr oder weniger. Bestätigen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Commander Shepard, hier Admiral Zen. Haben Sie Sarkoris Rettungskapsel erreicht? Noch nicht. Status? Die Zivilflotte hat schwere Verluste erlitten, seit Sarkoris sein Schiff geopfert hat, um eine Geth-Kanone zu zerstören. Die Suche nach ihrem Admiral ist das Einzige, was unter den Captains eine Panik verhindert. Warum ist die Suche nach dem Admiral so wichtig? Er war gegen die Invasion, aber er hat beim Schutz unserer Schiffe Großes geleistet. Ohne ihn werden einige unserer Nicht-Kombatanten die Flottille verlassen. Die Konsequenzen können Sie sich denken. Sie wollten den Krieg nicht und haben Ihren Anführer verloren. Das ist irrelevant. Wir sind fest entschlossen. Sogar Sarkoris hat die Bedeutung der Zivilflotte begriffen. Denn ohne Nachschubkette kommt die Invasion zum Stillstand. Ich tue, was ich kann. Beschützen Sie Ihre Zivilisten. Ich kann nichts versprechen. Meine eigenen Schiffe müssen für Ra noch koordiniert werden. Ich empfange nur Rauschen. Sarkoris ist wohl in Reichweite eines Störturms abgestürzt. Schalten Sie ihn aus, um Kontakt herstellen zu können. Seien Sie vorsichtig. Die Geth haben vielleicht am Turm Sicherheitsmaßnahmen. Zen? Admiral Zen! In Ordnung. Hoffentlich ist Admiral Koris bei der Rettungskapsel geblieben. Wahrscheinlich nicht. Das werden wir bald wissen. Bringen Sie uns zum Turm. Oh oh. Wir werden beschossen. Nein, das ist Quatsch. Die Geth haben neben dem Störturm Flugabwehrgeschütze installiert. Wir müssen sie zu Fuß ausschalten. Sind die Geschütze weg, schalten Sie den Turm aus. Jawohl, Commander. Ich setze sie hier ab. Alles klar. Wieder am Arsch der Welt. Einmal quer durch die Wildnis. Wie immer. So, wir schalten wieder auf. Kryo-Munition. Da ist der Turm. Oh, ist gar nicht mal so weit. Aber wie es weitergeht, das erfahren wir dann natürlich in der nächsten Folge. Also macht's gut, bis denne und ciao.